よ。Da oben ist der Mankobus, oder? Oder war das eine Revenant-Rakete? Das war eine Mankobus-Rakete, ne? Da ist auf jeden Fall ein Hell... Da oben ist ein Hell Knight. Da ist ein Imp. Den Imp ich mal als erstes weg. So einen braucht hier keiner jetzt gerade. Jetzt versteckt sich der Sausack da auch noch. Das ist ja. Wo sind denn wir jetzt hier eigentlich? Fuck. Fuck, das war nicht geplant. Wir gehen wahrscheinlich einmal komplett außen rum und das Finale ist in der Mitte, wa? Da oben steht der. Aha. So, da habe ich Spinne. Das ist der Nachteil, wenn man nicht nach oben gucken kann, ne? Das ist jetzt fies. Korrigiere mich, das war fies. Aber wir haben ja unsere Lebensenergie gleich wieder zurückgekriegt, von daher, es geht, ja. Ah. Schon gedacht, dass da noch einer steht. Und beide aufeinander drauf getötet. Ist das Skill oder was? Bitte beantwortet diese Frage nicht. Das zerstört nur mein Selbstbewusstsein. Es hätte ja sein können. Dann damit irgendwas aktiviert. Aha, okay. Oh, ist das eine miese Stelle. Das ist eine richtig, richtig miese Stelle. Wie mache ich denn das am besten? Am besten so. Und was mir aber am meisten Sorgen bereitet, das waren jetzt tatsächlich gar nicht diese Keiko Demons, die da erschienen sind, sondern der Revenant, den ich da noch irgendwo höre. Der jetzt wahrscheinlich gerade zu uns hochgefahren kommt. Irgendwas fährt ja gerade nach oben, ne? Oder nach unten oder irgendwo. Da hinten. Okay. Komme ich da rüber? Nein. Da komme ich nicht rüber. Okay, na gut. Der Level hat es nochmal in sich, finde ich. Guck mal da unten.
Da ist der Revenant, oder? Nee, da ist ein Anzug. Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich sogar darunter. Aber ich gucke hier erstmal den Weg weiter. Ah, okay. Ihr habt's mir fast ge... Shit, da ist der Mankobus. Da oben ist der Mankobus. Okay. So, das fährt jetzt einmal hoch und fährt dann auch wieder runter. Die Frage ist, wie machen wir das mit dem Mankobus am besten? Es tut mir leid. Es tut mir auch leid, dass ich im Großen und Ganzen eventuell nicht so viel kommentiere, wie ich das sonst tue, aber ich bin hier gerade sehr angespannt, was das alles angeht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und ich spare mir den Schaden. Da ist noch ein Hebel. Und hier ist dann noch ein Schalter. Und der hat wahrscheinlich draußen jetzt irgendwas gemacht. Ja, entweder da links oder da rechts. Entweder hier das Tor auf, das Tor hat er aufgemacht. Jo, okay. Und dann kommt dann nochmal so ein Areal, wo wir uns durchkämpfen müssen, ne? Diese Level-Architektur ist schon... Ich finde es richtig, richtig gut. Richtig gut gemacht. Wie das dann auch immer so aufeinander aufbaut und dann kommst du... darüber, dass du diesen Schalter aktivierst, kommst du dann wieder in das Gebiet und musst dann... Ah, es fühlt sich so ein bisschen... Das hat schon fast so ein bisschen was von Metroid hier, dieser Level. Wie das so nach und nach... Auf den war ich nicht vorbereitet, aber ich hätte auf den vorbereitet sein müssen. Archviles, ey, ich hasse Archviles. Das Gute ist, ich spiele ja nicht komplett blind, ich kenne den letzten Level. Ich weiß, dass ich da hauptsächlich eigentlich nur Raketen brauche und auch Raketen kriege. Deswegen muss ich mir nicht irgendwie großartig bestimmte Munitionen aufsparen oder sowas hier. Da ist noch einer.
So, jetzt habe ich die Imps da oben erstmal erledigt. Das hat doch bestimmt, ja genau. Immer wieder abspeichern. Ich bin ein Feigling, ich weiß. So, das hat jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier oben noch was bewirkt hat. Okay, ich weiß, wüsste aber auch noch eine Alternative, was es gewesen sein könnte. Und zwar das hier, genau. Ich frage mich, ob bei uns hier eventuell. Okay, das finde ich ehrlich gesagt recht irritierend. So. Ich frage mich, ob wir uns in diesem Level nochmal mit einem Cyberdemon auseinandersetzen müssen, weil ich kann jetzt schon mal vorgreifen, im letzten Level gibt es weder Cyberdemons noch Spider-Masterminds. Wir kämpfen als finalen Boss dieser Kampagne quasi gegen etwas völlig anderes. Ja, fick die Henne, ey. Das erklärt natürlich. Ne, wir sind nicht in der Mitte. Seht ihr das da hinten? Es ist ein Hell Knight, ne? Jetzt relativ genau über meiner Waffe, was da hinten drum flubbert. So. Wenn es hier tatsächlich nochmal einen Cyberdämon gäbe. Haha, choose your own adventure oder was hier? Wenn es hier nochmal einen Cyberdämon gäbe, dann wäre es nur fair. Wenn man nochmal so ein bisschen mit Raketen bestückt werden würde oder sowas. Gut, gehen wir als nächstes durch die Mitte, wa? Wow, das war erbärmlich, also von mir. Cool! Da hinten ist ein Mankubus. Geile Kiste das. So, ich muss sowieso erstmal hier lang zurück. So, wo ist der? Hier rechts, ne? Jo, da ist er. So, ich habe noch 6 Raketen. Das machen wir nochmal ganz neu.
Ja, toll. Eine Rakete habe ich verschwendet. Komme ich da rüber? Tatsächlich. Tatsächlich. So, und jetzt ist hier der Weg frei. Sammeln. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt in die Mitte gehen. Ich meine, unten rechts wäre auch noch Platz. So, hier ist wieder der Revenant, der uns von Anfang an beschossen hat dann, ne? Ja, fick doch die Hölle. Ja, als hätte ich's gewusst. Als hätte ich's gewusst. Gut, wenn ich da hochgehe und den triggere und mich dann erstmal wieder nach unten verpiesele. Damit er mich nicht gleich sieht. Der ist ja direkt über mir unterwegs, ne? Läuft bei mir, ne? Okay, und wenn ich einfach durchrenne, ich habe nicht die Ressourcen, um mich mit einem Cyberdemon anzulegen eigentlich. Aber man kann halt auch einfach durchrennen, ne? Das war jetzt vielleicht so ein ganz kleines bisschen die Feigling-Variante, aber... So. Und jetzt... Das Icon of Sin. Das ist eine Schlacht, in die wir mit vollen Ressourcen reingehen. Und die hat so ein bisschen in sich, vor allem wenn man nicht weiß, was man machen muss. Das Gute ist, ich weiß, was ich machen muss. Da oben ist unser Boss. Und der fängt jetzt an, hier Gegner zu spawnen. Und zwar halt bis zum bitteren Ende. Wir müssen erstmal da unten aktivieren. Und nach unten nehme ich das noch mit. Jetzt fährt hier die mittlere Plattform erstmal hoch. Es war dumm, hier runter zu springen. Also richtig dumm. So. Ja, man merkt schon, wir haben quasi schon verloren. Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, dieser beschissene... Oh.
Falsche Seite, das kostet mich zu viel Zeit. So, das, was man da hört, wenn man hier betritt. Ach du Scheiße! So, jetzt können wir in der Zwischenzeit hier so ein bisschen aufräumen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Einfach mal mit dem Arschmal starten, na klar. So, jetzt müssen wir das Ding hier runterfahren. So, was wir nämlich machen müssen ist... Fuck. Ja, sterben. Das müssen wir machen. Alter, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, ich war andersweise. Ich muss erstmal speichern, wenn ich da oben den Knopf gedrückt habe. Das Schlimme ist nämlich, einmal reintreffen reicht nicht. So, wir müssen tatsächlich... Das war zu früh. Ich muss das Timing jetzt erstmal... So, der hat getroffen. Jetzt müssen wir aber wieder runter. Das Ding wieder runterfahren. Dann wieder hoch. Oh Mann, ey! Hatte ich hier jetzt schon getroffen? Ne, wir fahren hier jetzt gerade hoch, ne? So, einmal speichern. Da drücken und nebenbei so ein bisschen aufräumen hier wieder. Und dann fahren wir wieder hoch. Das war sehr dumm von mir gerade, das zu verreißen. So, der hat auch gesessen. Jetzt müssen wir hier wieder runter aktivieren. Mensch! Oh, warum steht denn der da? Ist das ein frustrierender Level hier gerade? Das Problem sind die da oben. Nee, das Problem ist er hier. Ja? Das funktioniert so nicht. Den, da müssen wir auf jeden Fall loswerden. Alter! So. Ich meine, wir müssen insgesamt 4-mal treffen. Was ja schon so ein bisschen fies ist, ne? So. Weil du stehst halt hier auf dem Präsentierteller, ne? Scheiße!
Dreimal treffen reicht. Drei Treffer reicht. Wunderbar. Meine Fresse. Also das Icon ist echt... Wenn du nicht weißt, was du machen musst, ist es richtig fies. Ich war unter Paar. Leute, ich war fucking unter Paar. Ja? Ich war 47 Sekunden schneller, als das Entwicklerteam antizipiert hat. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Gut, ich habe auch Safe-Scamming der übelsten Art betrieben hier. Ne? Aber ich habe es geschafft. Ja? 1700% Kills. Ich bin der große Held, ich habe das Icon of Sin bezwungen. Das ist ja tatsächlich sogar ein Story-Element, was zum Beispiel auch in Doom Eternal dann später nochmal aufgegriffen wird. Und in Doom 2016 tatsächlich auch. So, ich würde tatsächlich sagen, wir gucken uns jetzt hier an dieser Stelle den Abspann noch an. Und in der nächsten Folge starten wir dann in die zweite Kampagne. Und da kann ich euch jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Die ist komplett blind. Ich wusste bisher noch nicht mal, dass es für Hell on Earth überhaupt eine zweite Kampagne gibt. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wahrscheinlich werde ich wieder fluchen und motzen und meckern und sterben und scheitern. Also im Großen und Ganzen Business as usual. Ich freue mich drauf. Hoffentlich seid ihr auch mit dabei. Bis dann. Die schreckliche Visage des größten Dämons, den du jemals gesehen hast, zerfällt vor dir, nachdem du deine Raketen in sein enthülltes Gehirn gejagt hast. Das Monster verschrumpelt und stirbt. Seine Gliedmaßen schlagen um sich und zerstören Meilen der Oberfläche der Hölle. Du hast es getan. Die Invasion ist vorbei. Die Erde ist gerettet. Die Hölle liegt in Trümmern. Du fragst dich, wo die schlechten Menschen jetzt hingehen, wenn sie sterben. Indem du dir den Schweiß von deiner Stirn gewischt hast, beginnst du mit der langen Reise nach Hause. Die Erde wieder aufzubauen wird wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß machen, als sie zu zerstören. Falls ihr euch gefragt habt, wo ich die ganzen Namen her weiß, ne? Ich habe gerade das Gefühl nicht los, dass das eine Endlosschleife ist. Na gut, wir haben es geschafft. Die Bösen sterben.
heute in einer extra langen Folge von Doom 2. Und wie gesagt, beim nächsten Mal starten wir mit der nächsten Kampagne. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und bis dann.